Wenn wir im Osten Österreichs, und jetzt sitzt es gerade da bei mir in Wien, sitzt, dann haben wir natürlich das Problem von Baustelle, Mäselmarkt. Also gerade die Vokale sind so super wichtig. Die Vokale A, E, I, O, U sind die Noten, also sind die Melodie unserer Sprache. Frühstück mit Bier. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Frisch und munter zurück im neuen Jahr. Ja, jetzt war es ein bisschen stressig bei uns die letzten Monate. Deshalb haben wir den Podcast etwas hinten anstellen müssen. Aber wir sind jetzt wieder mit voller Energie, Motivation und Power zurück im neuen Jahr und beginnen gleich ja mit unserem Lieblingsthema. Sprechen. Sprechen, genau. Sprechen. Und deswegen wird das jetzt auch, glaube ich, der schön gesprochenste Podcast unserer ganzen Karriere. Zumindest von unserer Seite. Weil gegenüber uns sitzt eine absolute Kommunikationsexpertin. Sie ist Kommunikationsprofilerin, Verhaltensprofilerin, Autorin, Gründerin der Schule des Sprechens und die Queen of Words. Ladies and Gentlemen, Tatjana Lackner, schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf und dass ihr mich habt. Ja, Sprechen ist euer Lieblingsthema und meine Lieblingsdomain ist sprechen.com. Na, das passt jetzt. Sprechen.com, ja. Das ist übrigens cool. Ja, ich glaube schon. Also wenn man sprechen.com hat, dann ist, glaube ich, heute schon klar, die Tante ist nicht erst gestern auf den Markt gefallen. Ja. Die ist schon ein bisschen da. Wir haben bier.at. Ja. und unser Partner Heineken 00. Wir haben sich gedacht, damit wir, also ich beginne dann gerne zu lallen, wenn ich Bier trinke. Deshalb haben wir heute ein Heineken 00 mitgenommen, falls du anstoßen Dankeschön, magst bei uns. Ja, sehr gerne. Also ihr müsst euch das vorstellen. Ich werde das ein bisschen moderieren. Cheers. Prost, meine Lieben. Cheers. Da sitzt der Kali mit einem grünen Hemd und ich sehe die Brusthaare, nicht schlecht übrigens. Der Pascal sitzt mit einem Hemd, einem schwarzen Leiberl, da ist ein Baum drauf. Also nur damit ihr wisst. Also ich bin natürlich gescheit anzogen, weil ich ja denke, es wird ein Videopodcast und es wird eine Homestory gemacht, habe aufgeräumt, alles. Umsonst. Aber du hast süße blaue Schlapferl an. Ich habe süße. Super! Ja, also, süße blaue Schlapferl. Man merkt schon, Tatjana, dass du was mit Sprechen zu tun hast. Das ist nicht zufällig gekommen. Wie ist das denn eigentlich entstanden? Du hast ja ausbildungstechnisch einen ganz anderen Weg im Vorhinein eingeschlagen und dann bist du zum Sprechen gekommen. Mhm. Wie entwickelt man da? Also ich hab bis zur Matura, ich bin in München geboren, hatte so eine ganz preußische Großmutter und dann urbayerischen Großvater und da war schon mit 3, 4 klar, zu wem du Aprikose und zu wem du besser Marille sagst, was schon staubt. Also das war schon so, eine gewisse Sensibilisierung war da. Mhm. Die nächste kam natürlich, als sich meine Mutter in einen Österreicher verliebt hat und wir nach Krems gezogen sind, in die Winzerstadt. Ich liebe Krems, ich habe heute auch eine Wohnung dort. Aber das war dann schon, also mit meinem südamerikanischen Aussehen, mein Vater ist Bolivianer, der ist Südamerikaner, der ist Professor in Santa Cruz, also halb südamerikanisch und bayerischer Dialekt, dann in der Winzerstadt. Ins Waldviertel. Grüß Gott. Und da haben wir ja so eine Umi, du, zu war Dani, also ich habe das alles gelernt. Dann haben sich die Eltern, weil die halt so, ja, so, ich meine, sie wollen es nicht sein, aber sie waren es. Alt 68er Spinner waren halt so eine 300 Jahre alte Mühle im Waldviertel gekauft, und zwar wirklich im Waldviertel. Also da war der nächste Nachbar 1,5 Kilometer weg. Cool. Und ja, da habe ich dann auch Sachen gelernt. Der Ödeis hat die Händel verdodigt. Zum also Beispiel ein Waldviertler, drei Leute. Genau, also da war dann klar. Und dann ging ja dort auch das Fernsehprogramm immer nur bei Schönwetter das Einser, bei Schlechtwetter das Zweier. Also das war dann schon was, wo man, ja, da habe ich dann viel gelernt. Also man kann eigentlich sagen, du hast quasi einen Bildungsauftrag aus Deutschland bekommen, um den Österreichern das Sprechen zu lernen. Ja, wahrscheinlich. Obwohl ich ja seit 74 im Land bin und immer schon österreichische Staatsbürgerin war. Also ich glaube, ich bin in meiner Geburtsurkunde, also steht das möglicherweise noch anders, aber das hat sich geändert. Mhm. Und dann habe ich mich ein bisschen mit der Gesangsstimme befasst nach der Matura. Und dann bin ich Mutter geworden. Mhm. Und mit einem Kind kannst keine 6 Stunden mehr singen am Tag. Und dann war irgendwie klar, ich bin geswitcht von der singenden zur sprechenden Stimme und habe dann lange Radio gemacht in dem Land, Ö1, Ö2, Ö3. Und von da weg ging es dann sehr bald seinen Weg, weil damals der Leiter des Sprecherbüros, ganz toller Sprecher selber, hat gesagt, Tatjana, du machst das gut. Kannst du so ein bisschen die Jungen da anleiten? Mhm. Und irgendwann war es so, dass ich gesagt habe, also jetzt sind es 11, jetzt mache ich es nicht mehr gratis, hier scheint es einen Bedarf zu geben. Ja. Und dann habe ich mit 24 die Schule des Sprechens gegründet. Meine Tochter war 5 und
so ist losgegangen. Aber cool. aus Bayern, da möchte ich unbedingt noch nachfragen, da warst du auch vorbelastet mit dem typischen rollenden R, oder nicht? Ich hatte es nicht. Wahrscheinlich war das die preußische Großmutter. Ich war zwar dort noch das erste Jahr im Kindergarten und es gibt natürlich, weißt eh, aus diesen Jahren keine Aufnahmen, wo ich es belegen kann, aber ich hatte es nie. Und ich habe auch, glaube ich, jetzt nicht urbayerisch gesprochen, also das nicht. Aber es gibt Menschen, die heute noch sagen, ein bisschen was hast du noch immer drin. Weil das ist ja ein großes Thema auch für uns, warum wir auch bei dir in der Schule des Sprechens waren. Uns hört man halt den Oberösterreicher auch an, auch den Innviertler beim Pascal natürlich, das berühmte rollende R. Ja, das mit dem rollenden R ist lustig. Das gibt's im Innviertel, das gibt's in einem einzigen Nest in Vorarlberg und das Burgenland hat es. Und grundsätzlich könnte man ja sagen, es ist doch wurscht, wo Menschen ihr R haben. Aber ich gebe zu bedenken, Mary bring mir's Brot klingt provinzieller als Maria bring mir das Brot. Und das ist natürlich schon was, wo's also mit dem Dialekt, ich finde, der Dialekt ist ein Teil unserer Identität, das ist ein Teil unserer Wurzeln. Wehe, du redst anders als daheim, dann bist du großkopfert worden, ein Stadtmensch, jetzt bist du wieder zu Hause. Also ich finde, wir brauchen ihn. Aber fürs bebaute Gebiet, viele Häuser, ist es dann schon gut, auch sowas wie eine gebundene Mediensprache zu haben. Und jedes Bundesland, Kalli, hat unterschiedliche Krankheiten. Das heißt, es ist so schon der Zwiespalt zwischen Authentizität und beiden. Also ich unterrichte an 5 Unis und ich weiß, dass zum Teil meine Studierenden bis in ihre ja fast Anfang 30er in eine sprachliche Identität schmeißt, von wegen, jetzt bin ich wieder daheim, ob das jetzt in der Steiermark ist oder in Oberösterreich, wurscht, und dann wieder in der Stadt. Also wehe, du bist dann zu schön nach der Schreibe, dann beginnen die daheim zu fremdeln, weil sie sagen, das ist jetzt mit dir, was glaubst du? Und auf der anderen Seite merken sie aber schon bei Präsentationen und Referaten, das geht jetzt nicht in Osttirol oder das geht jetzt nicht mit dem Osttiroler Sound. Also ihr zum Beispiel kommt aus einer Gegend, was sind die klassischen, jedes Bundesland hat andere Krankheiten. Ihr habt so die Oberösterreicher haben die permanente Fehlbetonung auf der ersten Silbe. Ihr sagt total, komplett, zöme, nöwe. Also sowas, ja. Ich habe jetzt gerade einen Kunden gehabt, was hat er gesagt? Tatjana, jetzt habe ich ein echtes Hobby. Was ist denn ein Hobby? Ich kenne ein Hobbit, ja. Aber das ist zum Beispiel Oberösterreicher. Und da haben die Kärntner ganz andere Dinge oder die Salzburg. Also da ist jedes Bundesland, hat da ein bisschen was zu beackern. Ja. Was würdest du jetzt einem typischen Oberösterreicher wie uns raten, auf das er schaut? Vielleicht auch unseren Hörerinnen und Hörern, was man als Oberösterreicher besser machen könnte. Vor allen Dingen Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher. Aber kannst gerne ausholen. Also ich finde es wichtig, dass man mal schaut, wie ist denn das mit dem Dialekt? Ist das was ich im Griff habe? Denn wenn man das selber im Griff hat, dass ich sagen kann, ich kann jetzt Dialekt reden, wenn ich mag, und wenn ich es nicht will, dann geht es auch anders, dann finde ich es in Ordnung. Ich finde es immer dort ein bisschen ein Thema, wenn der Dialekt dich übermannt oder wenn es auch in die englischen Präsentationen rinnt. Also wen darf ich nennen? Wen habe ich aktuell nicht von den Vorständen? Ich erinnere mich noch an einen ehemaligen Vorstand der OMV, Wolfgang Ruttensdorfer. Was hat er gesagt? Austria Hesse Bridge Function. Schlecht, ich lerne Englisch. Also das darf dann einfach nicht in die englischen Dinge kommen. Das finde ich schwierig. Und da ist so ein bisschen der Punkt zu schauen. Ist ja auch der Arnold Schwarzenegger da ein bisschen ein Beispiel. Ja, der heute weder Deutsch noch Englisch kann, de facto. Und ich meine, es ist sein Trademark. Weißt du, wenn du schwarz, also zuerst musst du ein Schwarzenegger sein, damit du dann irgendwie einen Hugenmugel reden darfst. Aber das alleine ist jetzt nicht sein Trademark. Ja. Und da kommen wir schon, Pascal, zu einem Begriff, den du nennst und den ich häufig auch höre. Ja, also bitte, Frau Lackner, ich möchte mich verbessern, aber ich möchte schon authentisch bleiben. Und jetzt nehmen wir mal den Begriff der Authentizität, den ja viele nicht einmal sagen können. Wir haben auch lange trainiert. Sehr frühere Folgen. Also authentisch ist ja an sich noch kein Gut, weil es gibt ja auch authentisch schlecht. Jetzt, wenn man mal sagt, der Obdachlose im Stadtpark, der war sich sicher nicht duschen, nicht schminken, nicht irgendwie herrichten und so weiter, Zähne putzen, dann wäre der authentischer als ihr. Ja. Aber sagt uns also schon, optimieren muss erlaubt sein. Und wo ich dir recht gebe, was ich auch bochen finde, bochen ist ein super Wort. Bochen, witzig, das haben wir öfter schon gehört von den Wienern. Bochen, ja. Bochen. Also was ich auch deppert finde, ist natürlich, wenn man jetzt auf der Rolle wegen oder der Position wegen plötzlich verkleidet klingt und nicht mehr so, wie man ist. Und jeder sagt, was ist jetzt mit ihm oder mit ihr? Ja, haut's was, ja. Also das finde ich natürlich deppert. Und das kennen wir aus der Uni, wir kennen es aus der Schulzeit. Wenn jemand vor die Klasse tritt und plötzlich ein anderer wird beim Referat, naja, oje, das soll es nicht sein, klar. Naja, wenn wir so dann nicht so gewöhnt sind, also das ist ja eine Frage, die wir da auch unbedingt noch stellen wollen. Warum lernt man das, was man bei dir in der Schule des Sprechens lernt?
was ja irrsinnig, ja, in jedem Berufsbereich kannst du das brauchen, dass du gut redest. Warum lernt man das eigentlich nicht in der Schule? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und das vor allem ist einer, im Deutschunterricht zum Beispiel. Ja, ganz klar. Und das ist einer der Gründe, warum ich meinen Sohn zum Beispiel, also jetzt mittlerweile macht er Matura in einem österreichischen System, aber warum ich ihn die ersten 10 Jahre lang dort nicht hingegeben habe. Der war in der American International School, weil die vom Kindergarten weg. Also das ist für mich auch so spannend zu sehen bei meinem Sohn. Der hat 2 Identitäten, eben eine sehr amerikanische, ganz klar. Und als ich gemerkt habe, dass es dann langsam auch einen Akzent im Deutschen gibt, habe ich ihn aus dem System genommen und habe geschaut, dass er auf, in einer österreichischen Schule maturiert. Aber die sind vom dritten Leben, also da beginnt die Schule mit 3, das ist nicht erst mit 6, sondern mit 3 ist Pre-K, K und dann ist Kindergarten, also dann ist also die Vorschule ist mit 4 geht die los, davor ist Kindergarten. Und ab der ersten Geschichte sind die am Präsentieren und zwar permanent. Und ich finde das so witzig, er ist ein sehr schüchternes Kind, auch heute noch, also Kind darf man wahrscheinlich nicht sagen, oder schüchterner Jugendlicher, in seiner deutschen Identität. Und für mich war das so witzig, relativ von früh weg, da war er 5, 6, 7, 8, wenn ich dann hin in die Schule bin und ja, I may introduce you to my mom, well, she's kind of shy. Das war er gar nicht auf Englisch, weil er gewohnt war, vor allen Eltern, vor dem Schulding, immer schon zu präsentieren. Das war Teil des Curriculums. Und das ist natürlich auf Deutsch anders. Er hat auf Deutsch sehr wohl Lampenfieber bei Referaten, auf Englisch nicht. Ja, spannend. Und schade eigentlich, dass das noch immer so ist. Yes. Und weil im Deutschunterricht liest man irgendwelche Bücher von irgendwelchen alten, verstorbenen Dichtern, die keinen interessieren und an die man sich nie wieder erinnert, aber man macht keine Präsentation. Goethe dreht sich gerade im Grab um. Ja, ich kann mich nur noch an den Schöpflöffel erinnern und sonst nichts. Ja, und ich meine, Cicero hatte recht, als er gesagt hat, also zum Dichter wirst du geboren, zum Redner gemacht. Es ist wirklich etwas, was man lernen kann. Mhm. Es ist wirklich etwas, was man lernen kann. Und nein, du musst nicht aus einem introvertierten Menschen einen extrovertierten machen. Ich finde zum Teil introvertierte Redner hervorragende Redner, weil die nicht dauernd reden. Und dann, wenn sie was sagen, hört man ihnen zu. Aber man kann wirklich Reden trainieren, definitiv. Mhm. Und da sind wir auch wieder. Reden lernen wir ja alle mit 1. Ja? Sprechen dann lernen nur die wenigsten, was ja nochmal die Kür ist. Und viele, die sprechen lernen und die auch in der Ausbildung sind, sind Politiker und Politikerinnen. Die klingen ja oft sehr ähnlich. Also diese typischen Politiker-Antworten, das ist ja was im Volksmund, nein, aber auch inhaltlich, auch, ja, auch sprechtechnisch, gibt es diesen typischen Politiker. Die sagen ja auch immer, das Handwerk kann man lernen. Also Gehen die dann alle in dieselbe Schule? Oder? Ja, also was ich schon glaube, wir haben viele Kollegen aus dem Deutschen Bundesparteitag bei uns. Also die Hälfte unserer Kunden kommt aus der Bundesrepublik, der Schweiz, Ostbelgien, Südtirol, ganz viele von Brüssel. Und relativ wenige auch, aber relativ wenige aus Österreich, muss ich sagen. Und da habe ich, also in das Österreich... Das merkt man. Ja, also so, wenn man den Bundestag sich anschaut. Also um das vielleicht ein bisschen zu sagen, also jetzt auch nicht gerade das Mega-Aushängeschild, aber den hatte ich auch nicht im Coaching, aber dass du merkst, dass du als Trainer alt geworden bist und jetzt bin ich ja doch 52 und meine Kinder sind... Ja, siehst du aber aus wie 32. Ja, danke. Ja, genau. Meine Tochter ist 33, mein Sohn ist 17 und die Enkelkinder sind 5 und 2. So, schwer vermittelt. Aber dass man merkt, dass man als Trainer alt geworden ist, ist wahrscheinlich dann, wenn man weiß, dass der amtierende Bundeskanzler ein ehemaliger Student war. Und ich kann mich noch gut an Charlie Nehammer erinnern. Also ich, wie gesagt, er war in der Klasse von Peter Filzmaier da an der Donau-Uni und da hatte ich ihn halt unter vielen anderen auch, wo immer die Frage, Tatjana, soll ich da das einsammeln? Na, Karl, ist gut. Also wenn ich das damals gewusst hätte, wir wären wahrscheinlich alle strenger gewesen, hätten wir gewusst, was uns blüht, ja. Weil durch das geschlossene Zahnreihe reden, das hatten wir ja schon mal bei Feynman de facto. Der redet ja auch ein bisschen, oder hat gesprochen wie SpongeBob. Ja, also ein bisschen immer durch die geschlossene. Also, wie ist es mit den Politikern? Was ich sehr stark merke in dem Bewusstsein, und das bin ich ja ewig gefragt worden in der Zeit, in der unser Bundeskanzler noch Sebastian Kurz hieß, war die Frage, sagen Sie mal, Frau Lackner, ist der jetzt wirklich rhetorisch so gut? Ja, ist er, aber die Frage ist immer im Vergleich, wozu? Im Vergleich zu dem, was da zum Teil mit im Hohen Haus steht, ja. Im Vergleich zum Deutschen Bundesparteitag, nein. Und da sind wir jetzt beim wesentlichen Punkt. Wie oft höre ich in Österreich den Satz, na gut, aber der muss mir ja sagen, der ist ja trainiert, gell? Was ist denn das für eine Idiotie? Ich würde doch niemals einem Sportler vorwerfen, meinem Nationalsportler,
dass er trainiert im Fußball, dass er trainiert. Hoffentlich ist er trainiert, natürlich, weil als Wappler kann er ja nicht da sitzen und dann eingesetzt werden. Mhm. Also dieses Verständnis hier von, na, also wenn der trainiert ist, dann ist schon falsch. Das Hauptproblem, das wir hier haben, ist, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die nicht trainiert sind. Und, also, und der Neid ist was Grausliches in Österreich. Der Neid ist was Grausliches und ich weiß es vor allen Dingen wirklich von etlichen persönlich, die sich so toll gefühlt haben. Nein, also ich möchte wirklich, nein, ich bin da ganz authentisch und ich glaube, es ist wichtig, dass ich so bin, wie ich bin. Jo, leider. Also das ist natürlich auch, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, warum man schon auch manchmal das Gefühl hat, dass das Personal im Hohen Haus, also in unserem Parlament, ein bisschen parterre ist, jetzt neben irgendwelchen Ausschüssen, die es dann nachhinein gibt und so, ist, weil man auch den Eindruck hat, beherrschen die überhaupt die Formate? Denn also jetzt ewig Angst zu haben vor Kollegen Armin Wolf, ist ja auch eine Frage, warum? Mhm. Die Zeit im Bild 2 ist so geschnitten oder ist so gemacht, dass du in 25 Sekunden antworten musst. Und wenn du nach 25 Sekunden nach der ersten Frage nicht geantwortet hast, kommt eine Folgefrage. Und wenn du begonnen hast mit, Herr Wolf, ich bin Ärztin, sind schon 8 Sekunden um. Mhm. Und es ist noch nicht wirklich viel passiert. Also das heißt, was ich auch das Gefühl habe manchmal, ist, dass das Bewusstsein der bundesrepublikanischen Politiker über ganze Sendeformate ein anderes Wissen und auch Interesse übrigens ist, als wir das zum Teil hierzulande erleben. Gibt es noch viele andere spannende Sendeformate im Vergleich zu ZIP 2 in Österreich? Natürlich. Ja. Ich finde, natürlich, man darf nicht vergessen, wir können alle über Wolfgang Fellner und seinen Boulevard-TV lachen. Dort waren sie alle. Ja, dort ja. sitzen tun sie alle. Und ich bin davon überzeugt, auch den Herrn Teichtmeister werden wir dort erleben. Und es wird grauslich sein. Ja. Mhm. Ist cool. Also Politiker, auch bei dir in der Schule des Sprechens. Ein Politiker auch bei mir in der Schule des Sprechens und manchmal habe ich das Gefühl, es geht da gar nicht darum, wie spreche ich Dinge schön, daran wird ja nicht ein Politiker gemessen, sondern wird das verstanden, ist das verständlich, das soll ja irgendwann gewählt werden, hat das Hand und Fuß. Manchmal habe ich den Eindruck, es sollte eigentlich die Schule des Denkens heißen. Kannst du da auch ein paar Namen verraten? Wer sind so prominente Schüler von dir? Das ist ja immer so in Zeiten von DSGVO immer so wahnsinnig schwierig. Auf welche bist du stolz, auf welche es nicht? Es gibt so viele, auf die ich wirklich stolz bin. Und es gibt aber auch so viele, weißt du, es gibt ganz viele, die nennen es selber, die sagen das auch selber. Die schreiben sich zum Teil, also jetzt, ich denke jetzt auch an Moderatoren, wir bilden Moderatoren aus, RTL, Saat, ProSieben, SRG, Querbeet. Und die schreiben sich das auf die Homepage, auf die CVs, da darf ich es dann auch sagen. Ich glaube, es hat mal geheißen, oder? Korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber dass Thomas Gottschalk irgendwann mal bei dir war? Nein, oder? Thomas Gottschalk war nie bei mir, aber ich weiß, dass das geheißen hat. Das hat es bei einigen geheißen, aber nein. Da war nicht da. Okay. Also und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde, er hat wirklich für den deutschen Sprachraum, auch wenn die Quoten floppen und er jetzt definitiv mit seinen 72 nicht mehr ist, ja definitiv. Mhm. Aber ich meine, er hat viel für uns alle getan. Mhm. Ja. Absolut, ja. Ist auch ein großes Vorbild von uns, ja. Ja, ganz klar. Und liebe Tatjana, was kannst du unseren Hörerinnen und Hörern, die jetzt vielleicht keine professionellen Sprecher sind oder auch keine werden wollen, was kann man denen vielleicht so ganz easy Tipps in der Rhetorik, in der alltäglichen mitgeben? In der Rhetorik oder in der Sprechtechnik? Kalli, du solltest den Unterschied kennen. In der Rhetorik. Also gut. In der Rhetorik heißt das jetzt... Nein, in der Sprechtechnik. Also, zuerst die Rhetorik, dann die Sprechtechnik. Also gehen wir mal, Rhetorik, machen wir mal den Unterschied. Kommunikation ist alles. Ist, wenn unsere Faxgeräte miteinander reden, ist Photosynthese, wo immer du einen Sender und Empfänger Fängerprinzip hast. Sprechtechnik ist Artikulation. Da finde ich es zum Beispiel wichtig, dass jemand nicht sofort in die Kopfstimme abzischt, weil Tonhöhe ist immer verantwortlich für Freundlichkeit und viele, gerade Frauen, grüß Gott, klingen sehr freundlich. Mhm. Gerda Rogers, also die kommt aus diesem Moskito-Sound da oben in der Höhe gar nicht mehr raus. Ist ja auch bewiesen, glaube ich, dass Männer nicht länger wie 20 Minuten seiner hohen Stimme folgen können. Danach ist quasi die Aufmerksamkeit bei null. Ist die Geschichte dessen, ja. Also das heißt Tonhöhe, freundlich, aber Tontiefe, Glaubwürdigkeit. Und da ist schon auch ein bisschen ein Punkt, wie glaubwürdig klingt es. Mhm. Weil mir nützt nichts als angehende Juristin zum Beispiel, das Recht auf meiner Seite zu wissen, wenn ich permanent im Alarmismus des Moskitotons bin. Mhm. Also das ist eine Sache. Auf der anderen Seite, wenn jemand nur auf einem Ton daherredet, ist diese Altmännerstimme, ist auch was, wo du am Anfang sagst, wow, der hat aber ein Riesenorgan. Aber nach 4 Minuten ist auch Fahrt. Ne? Schlägst mit dem Kopf auf der Tischkante auf. Also das. Der zweite Punkt ist, ich stelle immer öfter fest, dass die Menschen falsch atmen. Und zwar,
Also die Idee ist, Atem plus Stimme ist die Energie, auf der man spricht. Und dass sie nicht durchatmen, so komisch das klingt, sondern dass sie festhalten. Müsst ihr euch mal beobachten oder auch eure Hörerinnen und Hörer, wenn man Geschirrspüle ausräumt, atmest du dann eigentlich weiter oder hältst du gerade inne? Und das ist etwas, also irgendwann schnaufen wir dann schon wieder, aber wir haben ganz, ganz häufig mit gepressten Stimmen zu tun, auch in Präsentationen, in wo da gehalten wird. Statt dass die zu meinem Atem, kann ich immer zurückgehen. Das ist unser Wohnzimmer. Das ist irgendwie was, was ja auch uns Ruhe geben kann und auch eine gewisse Einteilung geben kann. Also das ist ein zweiter Punkt, wo ich finde, dass man was machen kann. Und jetzt kommen wir zu Aussprachedingen, also von wegen nicht nur stimmlichen. Wenn wir im Osten Österreichs, und jetzt sitzt es gerade da bei mir in Wien, sitzt, dann haben wir natürlich das Problem von Baustelle, Mäselmarkt. Also gerade die Vokale sind so super wichtig. Die Vokale A, E, I, O, U sind die Noten, also sind die Melodie unserer Sprache. Mhm. Die geben unserer Sprache die Musik. Der Grund, warum der Kali identifizierbar ist, wenn der jetzt irgendwie ein paar A, E, I, U, U von ihm hast, sind nur die. Weil wenn du jetzt nur von ihm P, T, K, S, dann kann man nicht sagen, es ist eindeutig der Kali. Ja? Sondern es sind die Vokale, die Stimmung machen, die Atmosphäre schaffen, die verbales Charisma auszeichnen. Mhm. Und die Konsonanten, P, T, K, geben unserer Sprache die Struktur. Das heißt, wenn ich da guten Tag oder Baustelle, Meiselmarkt, so eben auch Baustelle ist ja Wahnsinn. Ja, also wenn ich da nicht wirklich gescheite P, T, K mache, Und das sind die Knochen unserer Sprache, dann wird die Sache oft larifari. Dünn. Ja. Mhm. Und was wir in ganz Österreich und im gesamten deutschen Sprachraum so ein bisschen haben, ist das Thema Pausenmanagement. Also es gibt Menschen, die können machen, Sprache ist Macht. Und andere machen, Sprache ist Macht. Das ist ein Wort. Und da liegt das Problem, Worte müssen immer eigens so gesetzt werden, als wären sie frisch gekocht worden. Die brauchen ein bisschen Raum dazwischen, also auch Pausenmanagement. Wow, cool. Ja, jetzt haben wir schon einiges gelernt. Jetzt komme ich gleich zur nächsten Frage. Das war noch nicht Rhetorik. Das war noch nicht Rhetorik. Nein, ich gebe in der Rhetorik auch noch eine Idee, 3 Punkte vielleicht. Also Rhetorik ist jetzt eher so Performance, was kann man da machen? Geht Mann-Botschaften weg? Niemand fühlt sich mit Mann 2023, 24, 25 angesprochen. Also man sollte, man könnte weg damit. Ich, du, wir, benenne es. Zweitens, ich finde es wichtig, dass man mit den Konnektoren aufpasst. Ich erlebe das bei Präsentationen, wenn ich sehr oft ja Präsentationen analysieren muss, warum ist der stinkfad? Eigentlich hat der Typ eine coole Stimme, der spricht ganz gut. Warum ist es fad? Weil das alles 3 Sätze, bei dem ein Satz sind, die unendlich mit und Bindewarten und oder verkettet werden. Früher Punkte, kürzere Sätze. Und der dritte Punkt in der Rhetorik, wenn ich mir was wünschen könnte von den Österreichern. Na, was wünsche ich mir von denen? Ich finde, Dinge muss man runterbrechen auf konkrete Situationen. Was hat das konkret mit mir zu tun? Was will ich eigentlich vom anderen? Also heißt nicht nur vom eigenen Nabel wegtexten zum Beispiel, wenn sich jemand bewirbt. Ich bin, ich hab, ich kann, ist falsch. Sobald du in ich bin, ich hab, wir machen, wir können, bist du falsch. Geh in das, was hat der andere davon? Das garantiert Ihnen, damit reduzieren Sie, das ermöglicht Ihnen, dann bin ich viel mehr im Benefit-Talk. Mhm. So, jetzt du wieder. Wow. Ja, ist spannend. Du unterrichtest das natürlich, die Schule des Sprechens. Wenn man das jetzt professionell lernen will, wie läuft so etwas ab? Was darf das auch kosten? Mhm. Also darfst du das auch sagen? Ich habe insgesamt, jetzt mittlerweile sind es bei uns in der Schule des Sprechens, habe ich 45 Trainer. Wir haben auch ein Tonstudio bei uns im Haus. Wir sind im ersten Bezirk daheim, also unweit des Stephansplatzes. Jemand, der sagt, wie blöd, schon wieder Wien. Ja, dann mach's online. Ich habe ganz, ganz viel, also die Hälfte unserer Kunden ist eben auch online mit dabei, ist kein Thema. Ich mag's live lieber, eh klar. Mhm. Das Erste, was jemand macht, ist, er macht sich eine Erstanalyse aus. Die mache ich seit über 30 Jahren persönlich. Mhm. Also da wird eine Stimm- und Bedarfsanalyse gemacht, ein Sprachmusterprofil. Ich schaue mir auch das Reaktionsmuster an, der Rhetorikcheck, auch ein Stückchen mit deinem Wortschatz. Das kostet 99 Euro und das kannst online oder live von der Farbe machen. Und danach sind so die wesentlichen 3 Dinge, die Menschen gern bei uns machen. Entweder sie schauen, es ist ja nicht so leicht reinzukommen. Sie schauen, ob sie in die Sprecherausbildung reinkommen. Die kostet 7,89.
Für dauert ein Jahr. Mhm. Endet vor einer kommissionellen Prüfung. Man muss mittlerweile, Kali, auch einen Podcast machen. Da bist du ja schon dran. Die zweite Sache, wenn jemand sagt, ich mag das gar nicht, mir ist das wurscht, ich mag keine Texte lesen und so, ich brauche es wirklich für Business. Ich werde daran gemessen, ob mein Vorstand mich sieht, ob ich eine Sichtbarkeit in Meetings habe, weil alle reden an mir vorbei. Die machen eher ein Business-Rhetorik-Diplom, was sehr cool ist. Da hast du Schlagfertigkeit, Eigenmarketing, rhetorische Tools, moderne Kommunikationsskills wie Storytelling-Elemente. Das ist einfach wahnsinnig wichtig in so einer, ja, die Wirtschaft ist mittlerweile eine sehr mediale Welt. Mhm. Wir leben in einer auf Sprache zentrierten Welt. Jetzt zu dieser Minute finden weltweit Millionen Besprechungen statt, wo wieder nachgewassert werden muss, weil eben nicht klar ist, wer macht was bis wann. Mhm. Kostet wie viel und dauert wie lange? 4,98 dauert, also 30 Stunden sind es. Das machen manche in 2 Monaten, andere ziehen es, weil es ihnen Spaß macht, ein halbes Jahr. Das ist ja, man kann jederzeit einsteigen. Wir unterrichten von Montag bis Samstag von 8 bis 21 Uhr. Also da gibt es eine weite Range, das ist easy. Und ein drittes Modell hast du noch gesagt? Ja, das dritte ist das, was sehr oft meine Studierenden machen, weil die haben kein Geld. Studenten haben kein Geld. Das hat sich in den letzten 30 Jahren nicht geändert. Wenn die sagen, ich kann mir keine 4,98 leisten und habe auch keine 7,89, ja, dann mach die kleinste Einheit. Wir haben denen sowas eingeräumt wie 20 Stunden, weil unter 20 Stunden, Pascal, ist Hand auflegen, Kerze anzünden, beten, gescheiter, da tut es jetzt wenig. Die kosten 2,98. Oder unseren Podcast hören, denn da gibt es auch jede Menge spannende Tipps. Zum Beispiel Eigenmarketing, du hast das gesagt und ich finde, das ist eine große Stärke auch von dir und der Schule des Sprechens. Danke. Was würdest du für Tipps geben in Bezug auf Eigenmarketing? Ja, Eigenmarketing, das ist so eine ganz schmale Kurve. Noch dazu in einem Land, wir dürfen nicht vergessen, und ich habe mir das mal angeschaut, Länder, die geschichtlich sehr viel verloren haben an Grund und Boden. Und wir waren ja mal eine Seemacht, ja. Jetzt sind wir so groß wie Schnitzel. Da ist die Neidgesellschaft besonders hoch. Also wenn ich in Amerika sage... Wirklich? Wenn ich in Amerika sage, ich hab mal Haus gekauft, dann cheeren vielleicht ein paar mit und sagen, oh great, und ja, wenn man denkt, ist ja mein Haus. Ja, genau, ja. Wann machst du die Party, Barbecue, super und fein. Aber das ist natürlich hier anders. Das kann ich gut nachvollziehen, ist mir gerade so gegangen. Ja, ja, die Grenze zwischen schlechter Selbstdarstellung und gutem Eigenmarketing ist eine sehr fließende. Und da will ich schon auch sagen, Mundpropaganda ist harte Arbeit, das ist nichts, was von den Wänden fällt und was du auch nur selber machen kannst. Es wird niemand dein Eigenmarketing übernehmen, sondern das kannst du nur selber. Da habe ich eine spannende Frage. Du hast 45 Trainerinnen und Trainer, aber jeder will doch zur Tatjana Lackner in der Schule des Sprechens. Ja, oder wie löst du das? Also ich glaube, dass, ja, das kann ich leicht lösen. Ich persönlich würde mich jetzt nicht, obwohl ich tatsächlich jemand bin, der alle Bereiche unterrichten kann und das auch schon gemacht hat natürlich, aber ich würde mich jetzt nicht in der Atemtechnik buchen. Da brauchst du schon so ein bisschen einen Ohm-Typen und nicht so eine wuselige, ja. Also das ist schon auch wichtig. In der Sprechtechnik sind die wahnsinnige Zahnseiten, die sind wirklich sensationell. Also ich glaube, ja, es gibt schon den Punkt, wenn ich jetzt dir einen Blog verkaufe und du warst nie bei mir, bist du unglücklich. Aber nachdem die Business-Rhetorik machen, hauptsächlich sogar bei mir sind, ist es was sie schon in Ordnung finden, dass sie zum Atmen und zur Sprechtechnik und zur Modulation ins Tonstudio zum Kollegen gehen. Mhm. Und Eigenmarketing ist immer eine Frage, wenn ich es nur übers Prahlen mache, funktioniert es nicht. Also wenn ich nur sage, nee, Freunde, so schaut's aus. Ne? Tolle BMW, Polestar, so, ja, 3 Kinder, super, so geht's nicht. Weil, also ich kann es von Interviews sagen. Eigentlich könnte sie den Alex Christian gleich auf der Bühne unterstützen. Ich kenne den Alex gut, wir sind schon gemeinsam auf der Bühne gestanden, genau. Also, aber nicht miteinander, sondern nacheinander. Also das, was sage ich dir? Wenn jetzt zum Beispiel eine zu mir kommt, Interviewsituation für eine Frauenzeitschrift, nehmen wir den Horror schlechthin. Und ich sag dann, und ich würde jetzt sagen, also ganz ehrlich, wir hatten in 30 Jahren nie ein Wirtschaftsloch. Meine Kinder sind alle beide hervorragend ausgebildet. Also ich hatte immer irgendwie Männer, die deutlich jünger, fescher und so weiter waren. Also spätestens jetzt wünscht ihr mir AIDS, Ebola und AIDS. Also damit kannst du das Rennen nur mit auf die Tube drücken nicht machen. Oh, sensationell. Das heißt, ich muss ein Stückchen auch außerhalb diesem Erfolgsverkauf gehen und mir überlegen, wie kann ich auch ein Stückel Probleme verkaufen, ohne zu nerven. Mhm. Natürlich geht's nicht, indem ich sage, jo,
ich sauf. Also zutiefst verständlich in diesem Land, aber ist natürlich etwas, so geht's. Sprecht rein, du solltest nur Comedian eigentlich auf die Homepage zugeben. Das hat irgendwann mal der Michael Niavarani gesagt, als wir im Café Engländer gesessen sind, ich weiß nicht, ob er es noch weiß, aber da hat er gesagt, ich sollte was Seminarkabarett machen. Ja, oder so. Absolut. Ja. Und dann habe ich einmal geschaut, was Seminarkabarett ist und dann habe ich gesehen, das macht der Bernhard Ludwig damit irgendwie 2 Tage fressen, 2 Tage nicht und habe gedacht, na also noch derweil brauche ich ja noch Kunden, noch nicht. Sondern du musst dir auch überlegen, was war mir letztlich der Preis dieses Erfolgs wert? Und wenn man jetzt sagt, also da geht es nicht darum, dass du zu einer Problemschraube wirst, die alle anmotzt, man weiß, wie arg das ist, wenn man selbstständig ist. Nein, also ich habe keinen Urlaub, es ist selbst und ständig. Das ist ja öd. Ja, wo man sagt, bitte gehst du wieder ins Angestelltenverhältnis, du bist unaushaltbar. Aber ich will sagen, nur übers Protzen geht's nicht, sondern wir müssen uns auch ein bisschen anschauen, wenn meine Trainer das Gefühl haben, ja, also tatsächlich, die sitzt da echt jetzt nächtelang, obwohl sie keine kleinen Kinder mehr hat und hat Augenringe und schreibt und so weiter. Ja, dann gönnen sie mir möglicherweise auch den Erfolg des 6. Buches. Wenn ich jetzt nur so, und es fällt mir leicht, 6 Bücher schreibe, was es nicht tut, weil es hat ja Arbeit, ja, dann gönnt dir keiner. Also wenn man ein bisschen auch sieht, ja, aber ganz ehrlich, würdest du das machen wollen, dann tuscheln sie natürlich, also ich würde das nicht machen wollen, aber es ist gut, dass ich es mache, weil es hilft dem Unternehmen. Ja, irgendeiner soll es tun. Und bei uns gönnen die Leute uns den Erfolg, oder die Fans, die uns auf Instagram verfolgen, weil sie einfach nur sehen, wie viel Zeit wir unterwegs sind. Und ich glaube, das ist oft die Legitimation dafür, dass wir Erfolg haben dürfen. Absolut. Weil die Leute nur sehen, wie viel wir im Auto sitzen, wie viel wir unterwegs sind, ja, und was für Städte das wir sind. Weil ihr jetzt nicht irgendwie antretet, die Branche zu beurteilen. Mhm. Also wenn man davon aus, und weil ihr auch nicht so gefährlich seid. Also wenn man anschaut, ich habe ja 2 Podcast-Kanäle, eben den Talk mit Tatjana und Rhetorik Tipps und Tools, und das sind insgesamt 35.000 Abonnenten. Mhm. Das ist schon was, ihr habt eine ganze Menge Hörer, aber wir sind trotzdem noch in der Liga, auch wenn wir da an den Schalterboden in den Charts sind, wir sind noch nicht gefährlich. Ja. Also ich freue mich noch, das kann mich erinnern, im November. Im November 22 war ich in Singapur unter den Top 10, weil die Asiaten, cool, solche Streber, scheint eine German-Speaking-Community zu geben. Und also das ist was ich mich freue. Und ich glaube, wenn man auch da, Kalli, du hast das auch so, sich eine gewisse kindlicher Art behält, dass man auch zeigt, dass man sich über sowas noch freut, dann wird dir auch nicht netto die Abgehobenheit unterstellt. Mhm. Dann ist es auch was, wo man sagt, siehst du, die Lackner freut sich über sowas auch noch. Mhm. Ja, sicher. Ja, ich meine, in Singapur, ich war da jetzt erst zu Weihnachten, aber vorher war ich schon in den Charts, cool. Aber konkret nochmal auf dieses Fraueninterview zurückzukommen, was würdest du dann aus der Problem, wie würdest du dich dann beschreiben? Ich würd versuchen, ihr was zu geben, ihr da ein Beispiel zu geben, das nicht auf mir sitzen bleibt und wo sie es packt. Also Beispiel, was habe ich schon gesagt? Naja, also als mein Sohn damals klein war, der Xaver, da war der Daddy in Karenz mit ihm und das gab dann schon Situationen, wenn der Xavi am Spielplatz war und sich irgendwo gestoßen hat, dass er dann zuerst Daddy gesagt hat und nicht Mama. Das war nicht nur super. Erstens, es ist ja nicht wahr. Und zweitens, so kann es backen. Mhm. Ja, also dann ist es irgendwie was. Aber das ist ein Beispiel für, na siehst du, das ist dann der Preis des Erfolgs. Aber da muss man schon sehr selbstreflektiert sein, um solche Geschichten auch von sich geben zu können. Ja, aber das ist was du bei mir im Rhetorik-Spin-Eigenmarketing lernst. Da geht es um das Phänomen der Elefanten. Also der Elefant im Raum, die Formulierung kennst du, wenn irgendwas da ist, was alle wissen und keiner spricht's an. Und ich gehe noch eins weiter runter. Du musst wissen, was sind deine 3 Elefanten beruflich, privat und persönlich. Also Beispiel, wenn ich im Fernsehen ein Interview gebe und dann wird im Insert, und man weiß ja ungefähr, wann das eingeblendet wird, der Doktortitel eingeblendet, dann weiß ich ganz genau, dass ich von jetzt weg mich sehr drum kümmern muss, ganz klare, brachial einfache Beispiele zu bringen. Sonst, du musst mit den Elefanten arbeiten. Mhm. Wenn du mit meinem Aussehen... Aber versucht man nicht auch, die Elefanten sofort zu verbessern? Also versucht man nicht auch den Elefanten... Es gibt Elefanten, die kannst du nicht verbessern. Also, dass ich mit körperlichen Überpräsenzen immer wieder zu tun habe, das siehst du im Internet, wenn du meinen Namen eingibst, da hast du mal 30 Kilo mehr, 30 weniger. Also, das ist was, das ist nicht verbergbar. Mhm. Oder, dass jemand möglicherweise mein Vater ist Südamerikaner, das sieht man okay, auch. Okay, solche Elefanten. Aber dann musst du zumindest damit, du kannst Dinge schon optimieren. Aber Verhaltenselefanten meine ich jetzt zum Beispiel... Aber ich finde, dass man sich da schon auch bewusst machen muss, woran könnten sich andere Menschen stoßen, woran an meiner Rhetorik, woran an meiner Auftrittskompetenz. Weißt du, es macht ja nichts aus, wenn einer einen Daumenring hat sie halt einen Daumenring.
Ich persönlich finde es affig und würde es meinen Kindern nur bis zum Ende der Pubertät erlauben. Und das ist aber auch was, wo andere sagen, okay, ist doch wurscht. Ich muss es halt nur wissen. Wenn die weiß, das ist mir wurscht, ich nehme das in Kauf, mag halt jemand das nicht, ja, dann mag er es halt nicht. Okay. Aber wenn es jemand gar nicht weiß und bei der Bewerbung dann durchfällt, weil, ja, der BH nicht gesessen ist, Daumenring, Tattoo und eine Fieberblase möglicherweise und die, na, ich weiß auch nicht, woran es liegt, naja, da können wir schon arbeiten. Mhm. Also zu den Elefanten, die Elefanten kennen und zu den Elefanten stehen? Elefanten kennen, zu ihnen stehen und zwar die Frage ist wann. Denn wenn du gerade auf Jobsuche bist, dann hat es keinen Sinn, wenn du sagst, ja, ich bin dick, wurscht, aber ich zieh mir jetzt die weiße Glanzleggings mit weißen Langstrumpf, mir gefällt's. Naja, ist ja wurscht, zieh das am Samstag an, wenn du meinst, du musst das irgendwie so zeigen, aber jetzt in der Bewerbungssituation vielleicht nicht. Weil jetzt geht's nicht prio darum, mir gefällt's. Sondern jetzt geht es darum, du brauchst einen Job. Mhm. Also dann präsentiere dich auch so, dass dich jemand nehmen mag. Es stehen übrigens auch drei Elefanten auf unserem Tisch. Ja, voll! Prost! Der Moment, wo der ist schon mal blau. Du, Digga, genau, wir sind schon am Ende hier. Pascal, hol nach. Da kommt der Frühstück mit Bier, Bierwagen. Der Frühstück mit Bier, Bierwagen. Der Frühstück mit Bier, Bierwagen ist der Moment, Tatjana, wo wir fragen, was ist denn dir mal Lustiges passiert, was vielleicht für dich nicht so lustig war, aber für alle anderen schon. Also seine Situation. Mit Bier oder mit Alkohol? Ja, oder gerne mit auch Schwammern so eine Rauschgeschichte oder ja, gerne. Also das volle Programm. Mhm. Irgendwas, wo ist doch sicher mal passiert, wo du total das Fettnäpfchen erwischt hast. Also bitte, ich bin Mrs. Fettnäpfchen. Also erstens einmal, ja, kann ich da schon sagen, ich weiß gar nicht, ob es immer nur mit bewusstseinserweiternden Maßnahmen zu tun hat. Ich glaube, ich brauche nicht einmal Mushrooms, Bier und Co. dafür. Ich schaffe das auch so. Als ich aus dem Waldviertel, habe ich euch erzählt, aus der Mühle meiner Eltern damals gekommen bin, habe ich ja in Wien niemanden gekannt. Und Wien ist ja so ein Pool, wo jeder jeden kennt und du musst wissen, das ist der Freund von der und der Moderator. Mhm. Keine Ahnung. Und dann im ORF noch dazu, in der größten Schlangengruppe anfangend, bei Ö3, wo auch immer. Ja, und dann keine Ahnung haben. Also ich kann mich erinnern, wie war denn das? Ich glaube, die Rupsi war das damals, Martina Rupp, die mich irgendwann gefragt hat, nach so einem Aircheck, wie ich den Walter Gröbchen finde. Und ich habe den Walter total gern mögen und ich mag ihn immer noch, wir sind immer noch befreundet. Aber ich habe gesagt, ja, mei, ist halt irgendwie ein bisschen ein komischer Kauz. Aber also für mich war es, ich wusste nicht, dass er der Vater ihrer Zwillinge ist. Ja, lauter so Sachen. Ich habe dann irgendwie der Typ, der rumrennt und alle Celebrities in Österreich, Z-Promis interviewt, Dominik Heinzl. Ja. Den Heinzl habe ich dann gesagt, also ich persönlich würde jetzt nicht unbedingt Simone spielen. Ja. Und der hat gesagt, wie findest du das? Ich finde es eine eigene Wissenschaft, jeden Tag in der Früh so eine Melone zu schminken. Ja. Ich habe die dann Jahre später kennengelernt, sie ist super sympathisch, aber ich weiß nicht, dass sie zu dem Zeitpunkt seine Freundin war, und zwar Langzeit. Ja. Also bei solchen Dingen bin ich sattelfest, also Fettnäpfchen. Also gerade was so Dinge, weißt du, ich habe ja auch ein witziges und loses Mundwerk, zum Glück. Und da das passiert auch schnell was. Da passiert schnell was und zum Glück nehmen sie es dir dann auch nicht so übel, weil es ja irgendwie, ja, sehr oft auch, also zwar jetzt unmittelbar unangenehm für mich, aber für die anderen jetzt nicht gefährlich war. Du bist ja bei deinen Coachings auch immer sehr direkt und ehrlich. Das ist ja alles Gute, man lernt einiges. Wie ist es privat, wenn sie jetzt privat zusammensetzt mit den Töchtern, mit den Enkeln mittlerweile? Wird man da schnell mal verbessert, wenn man mit dir zusammensetzt? Ich glaube schon, mittlerweile übernehmen das die Kinder selber. Ich bin da ganz erstaunt, dass das mein... Also das war wirklich ein Erlebnis. Vor einer Woche haben wir auf die Kleinste aufgepasst. Die ist jetzt 2 und kann natürlich schon so ein bisschen reden. Und mein Sohn hat es immer super affig gefunden, er in der amerikanischen Schule, ich ihn dann ausbessern und so, wo ich sage, Xavi, das ist kein deutscher Satz, das ist einfach, da stimmt nichts, da stimmt, kann ich einen bisschen aus deinem Apfel haben, sag, wo siehst du das? Das ist falsche Präposition, also. Also du korrigierst ja, schon ganz deine Kinder. Ja, ganz schon. Klar. Ja. Und aber das Witzige ist, es hat dazu geführt, dass die beide heute, also erstens einmal wirklich gut reden können, die Christina ist hervorragend, auch der Xavi, und dass die vor allen Dingen bei den Allerkleinsten da viel schneller sind als ich. Jetzt hat die Kleine irgendwie, die Olivia hat jetzt irgendwie, also weißt du, halt so wie die reden und es war aber schon so ein bisschen, oh,
dabei, obwohl das jetzt wahrscheinlich nur ein Kinderlaut war, wo der Xaver sofort aus, sagst bitte schön aus, das machen wir nicht bei uns. Wo ich mir denke, da wäre ich jetzt gar nicht so gewesen. Ist spannend, vielleicht sollte ich dir mal eine Sitzung buchen bei dir für meine Kindergartentante. Die hat damals gesagt, man kann mit Reden kein Geld verdienen. Ja. Ich habe damals schon gesagt, die werde irgendwann einmal mehr Geld mit dem Mundwerk verdienen, als du als Kindergärtnerin. Das habe ich damals zu ihr gesagt und das hat sie mir dann 10, 15, 20 Jahre später mal vorgehalten und gesagt, du hast das gesagt zu mir und ich habe gesagt, das stimmt auch. Aber da war immer die Meinung, na, reden ist ja eigentlich keine Kunst. Das ist nicht wichtig, mit dem kann man kein Geld verdienen. Ja, und ich glaube, das ist aber auch genau ein bisschen das Mindset, das man gerade jetzt auch am Land, und ich habe das ja in Niederösterreich, also in Krems genauso erlebt, dass man dort schon immer noch vorfindet. Das ist nicht nur eine Sache von damals, war die komisch, sondern es glauben heute noch. Also ich meine, das ist heute noch was, wenn ich mich vorbereitet habe jetzt vor kurzem auf meinen ersten TED-Talk und ich finde das schon eine Sache, irgendwie cool, dort mit dabei zu sein. Ja. Cool, ja. Ich weiß schon, dass da Leute wie Richard Branson und Bill Clinton und so weiter, und da ist man natürlich nur eine kleine Nummer, aber es gibt trotzdem nicht so viele Frauen und nicht so viele Österreicherinnen, die da nominiert worden sind. Also da ist das zum Beispiel was, wo ich mal denke, so eine Kindergartentante oder Volksschullehrerin, die kann schon für immer da was zusammenhauen, wenn jemand den Schmarrn glaubt. Ja. Weil er systemkonform und brav ist. Genau, Gott sei Dank hast du es nicht gemacht. Ja, Gott sei Dank. Ja. Und stattdessen, dass sie sagt, du solltest wirklich an deinem schlankeren L arbeiten, weil du immer mal sagst statt mal. Ja. Also, oder an irgendwelchen Dingen, wo man sagt, okay, das ist was Konstruktives. Ja. Sie hat immer noch gesagt, du redest zu viel und das braucht man nicht und jetzt sei leise oder stell dich in die Ecke, so in die Richtung. Ich bin getadelt worden. Ich bin getadelt worden für das, dass ich geredet habe. Ja. Also das war damals noch ein bisschen Vielleicht was anderes. War sie eine pädagogische Expertin und hat gewusst, dass du dich daraufhin... Genau. Analysierst du eigentlich nicht nur Familie, sondern auch Freunde? Ist das bei dir, wenn du am Abend irgendwo ausgehst, essen mit Freunden? Nicht so gern. Also ich ganz im Gegenteil. Kann man das trennen? Erstens einmal, jetzt muss ich mich outen, oder? Ich bin nicht so die an das Freundschaftenmodell glaubt. Okay. Also ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich höre, dass Menschen sagen, die Tatjana gehört mit zu meinen engsten Freunden. Echt? Wow. Also ich habe keine. Also ich würde jetzt niemanden nominieren, weil ich glaube an das nicht. Vielleicht. Was heißt das? Spannend. Ja. Also, das musst du uns näher erklären. Also erster Punkt, ich werde ganz, ganz häufig gefragt, sag einmal, wann hast du das alles geschrieben, gedacht, aufgebaut und so weiter? In der Zeit, wo du mit deinen Freunden essen warst. In der Zeit, in der du mit den Müllers auf der Skitour warst, mit den Meyers beim Grillen und mit den Hubers irgendwie. Ich gebe mir das nicht. Mir ist wurscht, wie die Skitour von den Müllers war. Ich mag nicht wissen, was die Kinder von den Meyers. Es ist mir wurscht. Ich bin, weißt du, wenn du jede Stunde ein anderes Gesicht mit einer anderen Biografie vor dir hast, und ich bin ja da sehr into my job, ich mag meinen Job immer noch wahnsinnig gern, dann hast du ein irrsinniges Ruhebedürfnis. Mhm. Und ich kann mich daran erinnern, mein Ex-Mann hat, also ich war nie verheiratet, aber mein Ex-Partner jetzt, der hat, glaube ich, schon immer wieder auch ein bisschen drunter gelitten, weil der hätte gerne mehr Socializing gehabt, wo ich sage, geh doch zu den Müllers oder geh mit den Meyers oder geh mit denen irgendwie. Ich mag nicht, mir ist das so zu öd. Erster Punkt. Also es ist echt ein Zeitsparer. Ist er dann alleine gegangen? Ich glaube, er war dann schon auch, er hat halt aus der Familie dann, glaube ich, akquiriert. Er hat dann irgendwie mit meinem Schwiegersohn war er Skifahren und mit dem war er das. Also das ging schon so. Und der zweite Punkt ist, was hast du mich gefragt? Warum es keine Freundschaften? Was war davor? Ja, wenn du essen gehst, ob du dann die Leute korrigierst quasi. Und wenn du dieses Ruhebedürfnis hast, dann hast du nicht mehr den Wunsch, also es passiert mir wahrscheinlich gelegentlich noch, bei der Partnerwahl wahrscheinlich auch, aber dann hast du nicht mehr den Wunsch, dass du das machst. Und der nächste Punkt, warum das mit den Freundschaften nicht meine Überlegung ist, weil ich schon sehr früh gemerkt habe, dass man da mit meinen Fähigkeiten und meinem Wissen auch ausgenutzt wird. Also das war ja damals schon in der Gründungsgeschichte bei mach mit denen was und dann sind es 11 Moderatoren, mit denen man arbeitet. Ausgenutzt oder vielleicht auch manchmal anext, könnte ich da eine Gefahr oder eine Angst wittern? Ich bin kein ängstlicher Typ. Ich bin Mars, also wieder. Nein, absolut, aber dass du quasi anecken könntest. Dass du gratis privat coachen musst, im Sinne von, Tatjana, na gut, dass wir uns halt sehen. Ich wollte übrigens noch was fragen. Ich habe eine Präsentation oder ich habe eine Bewerbung. Wenn du was willst, mach da Stunde aus und jetzt gehe ich mit dir essen. Aber also das ist schon auch was, wo ich das Gefühl habe, da wird man dann schnell natürlich irgendwann dann, wenn man erfolgreich ist, dann auch oft ob seiner Verbindungen
Jetzt klingt das aber ein bisschen traurig, wenn du quasi die Freunde nicht hast. Ich formuliere es anders. Ich habe gerade einen Talk gehabt, dass man im Leben so drei Säulen hat. Die Arbeit, die Freunde und die Familie. Mhm. Und wenn quasi eine dieser drei Säulen wegfällt, ist es nicht so schlimm. Wenn aber zwei Säulen wegfallen, ist schon doof. Und da ist aber die Frage, wie du Freunde definierst. Also ich habe zum Beispiel, und das merke ich sehr stark, also meine Freunde sind wirklich meine Kinder und besonders auch, also der Freundeskreis meiner Tochter und meine Tochter und ich, wir sind dadurch, dass wir so nahe aneinander sind und eigentlich nicht wirklich Mom und irgendwie, wir sind sehr eng. Mhm. Und das ist sicherlich jemand, ich glaube, dass das so ein bisschen was, die sagen ja, dass sie zwei verschiedene Mütterqualitäten haben. Ich bin wahrscheinlich echt eine Mom für den Xaver, weil du bist 17 und ich bin 52 und jetzt sage ich da und so weiter, Mom. Aber mit der Christina ist es, glaube ich, eher so und auch mit ihren Leuten da, das ist friendly. Mhm. Aber ich selber brauche keine Freunde. Und deswegen finde ich im Vergleich zu allen anderen auf der Welt Facebook und die sozialen Medien so super, weil sie mir so wahnsinnig helfen, Zeit zu sparen. Denn wenn ich jetzt irgendwann in der Nacht um 3 irgendwie aufwach und finde lustige Fotos, dann kann ich das liken. Ich muss dort nie hin. Ich muss nicht mit den Meyers eine Bergtour machen, mit den Müllers grillen, aber ich kann trotzdem in die Welt die Botschaft senden. Ich finde es super, dass du jetzt in Taiwan warst und ich finde die Bilder schön von Hawaii. Aber das kann ich zu einem Zeitpunkt meiner Wahl machen, ist trotzdem in Ordnung und es hat mich keine Lebenszeit. Ich bin sehr großzügig, was Geld angeht, das werden ja alle in der Familie bestätigen, das sagt Tatjana, kann man kommen. Aber ich bin sehr zeitneidig. Mhm. Also ich bin mir in meiner Lebenszeit dieser Ressource sehr Was wichtig. Machst du dann in deiner Lebenszeit, wenn du nicht bei der Familie oder nicht im Job bist? Ich schreibe viel. Also ich meine, du weißt, was es braucht. Aber das ist ja auch Arbeit. Nein, das ist für mich keine Arbeit. Also ich habe die Podcasts beide bekommen. Ist es immer wieder zwischendurch Arbeit? Ist es dann, wenn du jetzt was liefern musst und es gar nicht fertig hast und jetzt musst? Mhm. Dann ist es Arbeit. Aber es ist trotzdem kein Vergleich zu Bilanzbesprechungen, also der unternehmerischen Seite. Mhm. Und dadurch, dass ich ja so viele Jobs habe, weil Autorin ist ein Job, irgendwann muss man die Bücher schreiben, irgendwann muss man sie überarbeiten. Also es gibt da schon so ein paar Dinge, wo ich sage, das fällt jetzt mehr unter Arbeit, weil ich mag nicht zum Steuerberater. Also wenn ich das Gefühl habe, Schismogenese, ich muss da schauen, da mag ich einen Blogbeitrag drüber schreiben. Was hat das mit uns in der Rhetorik zu tun? Interessiert mich. Mhm. Ist nicht Durchfall bei Chinesen. Also ist das heißt, eigentlich ist deine Arbeit ist dein Baby, ist deine Leidenschaft und auch dein Hobby. Ja, und dein Hobby. Das ist einer der Gründe, warum ich da auch, ich glaube, weil man das schon gern macht und weil es auch die Leute immer noch spüren. Ja. Mhm. Du hast in deiner Biografie auch stehen, dass du pro Dekade auch einen Beziehungspartner hattest. Ja. Ist es so, dass zu gewissen Lebensphasen braucht man einen anderen Partner? Ich finde schon. Ja? Also erstens einmal war es mir immer schon wichtig, noch bevor ich Kinder hatte, weil ich ja gar nicht gedacht habe, dass ich jemals Kinder kriege. Ich war ja immer so, als Einzelkind, weißt du, und dann andere Kinder. Hoffentlich. Meine größte Angst bei allen beiden Schwangerschaften eigentlich dann war, hoffentlich mag ich den. Weil man weiß ja nicht. Und? Ja, also ich habe echt ein Glück. Ich habe wirklich ein Glück. Also wir sind so eng, wir drei. Also die Lackner, das ist schon The Lackners, die sind sehr, sehr eng. Mhm. Und ich bin froh, dass das auch bei den Enkelkindern wieder so geworden ist, weil auch da habe ich das Gefühl gehabt am Anfang, mei, jetzt willst du noch ein zweites, habe ich dann zu meiner Tochter. Jetzt haben wir doch die mögen wir, aber wer weiß, wie das ist. Ja. Und ich bin wirklich froh, dass das gut ausgegangen ist. Aber das ist wahrscheinlich, dass du recht, für einen Partner gar nicht so leicht. Denn die Männer in meinem Leben, ich hatte immer Langzeitbeziehungen. Also zum Glück. Und ich glaube, ich habe auch bei allen einen richtig gute Nachred. Also ich glaube, ich bin für alle wirklich die Lieblingspartnerin gewesen. Bei den Vätern verstehe ich es noch, aus finanziellen Gründen. Ich habe nie Alimente verlangt. Und natürlich bist du dann die Lieblings-Ex-Frau, wenn es nie was zu tun hast. Aber mir war es wichtig, immer noch mit denen befreundet zu sein. Das haben sie auch nicht gemacht, freiwillig. Also der eine hätte es nicht können und beim anderen, glaube ich, ist es auch besser, wenn man das nicht tut. Ja. Okay. Und mir ist aber wichtig, dass die Kinder immer noch Kontakt haben mit ihnen und dass der gut ist und dass wir auch miteinander was machen können. Also bis vor ein paar Jahren waren die alle noch gemeinsam am 24. unterm Baum. Mhm. Das hat dann der letzte Langzeitpartner von mir nicht mehr super gefunden, weil das war jetzt quasi so der Neue. Mhm. Und der kein Kind hat und der gefunden hat, das machen die anderen. Und die anderen beiden, die kennen sich gut, sind auch gut befreundet, die haben gesagt, was ist mit ihm? Und beide waren sie jetzt, glaube ich. Was ist mit ihm? Weil waren sie sehr erleichtert, als das zu Ende war, im Sinne von, siehst du's? Denn der hat's natürlich geschafft, ohne dass ich mit dem ein Kind hatte, dass es die längste Beziehung war. Mhm. Und also,
will sagen, ja, Langzeitbeziehungen, ich bin ein sehr loyales Wesen, ich bin jemand, der, mit dem man gut arbeiten, gut zusammenleben kann, der da easy ist, aber mir war immer schon wichtig, auch genetisch Vielfalt, also nicht zu viel vom Gleichen. Und das wird einfach nach ein paar Jahren sozusagen, sagst du, ist Fahrt, weil du kennst ihn? Ich finde nicht Fahrt, sondern also für mich ist es kein Modell. Also ich kann glaub, ein Partner mitwachsen in diesen Dekaden? Ja, die sind alle mitgewachsen. Also die sind alle irgendwo mitgewachsen. Aber der kann nicht so weit mitwachsen, dass er das ganze Leben mitwächst, sondern er wächst halt 10 Jahre mit oder eine gewisse Zeit. Überholt, dieses Modell, was ja doch der Norm ist. Ich finde das so schön, wenn das jemandem gelingt. Und ich weiß es bei meiner Ex-Schwiegermutter Nummer 1, also quasi die Oma von der Christina, von meiner Tochter, die war ganz, also das war ihr erster und bis zum Tod von ihm war das ihr letzter. Mhm. Ich finde es schön, wenn das geht, aber ich weiß nicht, also ich glaube, da müsste bei mir schon irgendwie auch ein Krieg oder eine Krise da sein, dass man sagt, man muss jetzt die Zuckermackerl zusammenlegen, denn wenn du nicht mehr in diesem Bündnis der Wirtschaftlichkeit bist, und das stehe ich natürlich nicht, ja. Ich habe immer mehr verdient als meine Männer und das war eher ein Problem als der große Vorteil, dann ist das natürlich was, wo man das Gefühl hat, es gibt 7 Milliarden Menschen auf dem Planeten. Mm. Ich bin jemand, ich mag mein Privatleben dann nicht verstreiten. Und wenn man den Eindruck hat, die große Verliebtheit, das wissen wir, die ist nach 3 Jahren rein chemisch raus. Ja. Und dann finde ich, muss es eine Phase geben, wo man miteinander Dinge aufbaut und Sachen erlebt. Aber wenn dann was nach 13 Jahren, weißt du, ich habe auch nie geheiratet und war immer der Ansicht, überlegen wir uns, ob wir das wollen, ob wir das auch immer noch so sehen. Und wenn man dann aber das Gefühl hat, du, ich habe das Gefühl, das, was du jetzt brauchst, ist ganz was anderes. Und ich habe jetzt gerade so die Phase, wo ich den Eindruck habe, es ist das erste Mal, dass ich quasi allein bin. Weil seitdem ich 18 bin, sagt ja jemand zu mir, Mama, oder bin ich in Beziehungen. Ja. Und das genießt du jetzt auch? Und das genieße ich jetzt richtig. Ich meine, ich habe natürlich immer noch meinen Matura-Sohn, also ich bin nicht ganz allein. Ja. Aber ich finde das super. Cool. Was muss ein Mann haben, um die Tatjana Lackner vom Stuhl zu hauen oder vielleicht der nächste Langzeitpartner zu werden? Jetzt erlebst du, was ich wirklich für ein südamerikanischer Macho bin. Du hast es gesagt, groß, er muss schön sein, schön, ja, jünger. Er muss, ja, jünger war mir bis jetzt also immer wieder mal wichtig. Ich weiß nicht, ob mir das nicht langsam zu stressig wäre vor dem Hintergrund, dass mir auch mit den Jahren dann nicht mehr der Lotto-Hauptgewinn ist und das ist vielleicht zu viel Stress. Aber jünger, also weiß ich nicht, aber schön, er muss schön sein. Ich bin jemand, ich habe ein sehr hohes ästhetisches Empfinden. Schier sein ist schwierig. Also man muss sagen, ich kann es schon verstehen. Ja. Also. Und ich weiß, dass das ganz viele ganz äußerlich und oberflächlich finden. Ja, super sorry, ich bin wirklich ganz in vielen Punkten deep dive, aber nein, ich schaue mir nicht jeden Tag was an, was schier ist. Verstehe. Und der zweite absolut Punkt, er darf nicht kacke klingen. Also ein Mann mit einer Fistelstimme ist auch schwierig. Hallo Tatjana, genau. Das ist ja nicht. Also wenn du Tatjana heißt, dann bist du in dem Land ohnehin immer kurz davor, das ist auch schlimm, immer kurz davor, dass du aus dem Fenster springst, weil die Menschen natürlich, Tatjana, Tante Anna, also das ist ja Tatjana. Immer furchtbar. Tati, genau. Und wenn der schön sprechen kann, hilft es. Tati Lucky. Ich persönlich habe in meinem Leben viele Beziehungen auch mit Amerikanern, mit Engländern gehabt. Also das fand ich insofern, ja, fast interessanter, weil ich dann nicht in der Profi-Ecke bin, weißt du? Weil es ist natürlich auf der einen Seite schön, wenn du gut reden kannst, auf der anderen Seite werden so, also bei meinem Ex-Mann war das so, so viele Gespräche sind abgedreht worden mit der Killerphrase. Naja, und jetzt kommt wieder die Rhetorikmeisterin. Mhm. Alter, ich sag dir gerade was mich bewegt und ich bin jetzt gerade gar kein Rhetorikmeister und ich versuch's gar nicht. Ist natürlich schwer, da zu trennen ja auch. Und das ist natürlich, wenn du in der englischen Sprache bin ich sehr gut, aber nicht native, das heißt, dann muss ich mich plagen, dann ist das Machtverhältnis mehr anders. Mhm. Kommen wir zum Ende hingehend noch zu einem spannenden Thema, zur Zukunft der Medien. Mhm. Wie schätzt du das ein? Nachdem du da so tief drin bist, gibt es den ORF noch die nächsten 10 Jahre? Sperrt irgendjemand den ORF zu in den nächsten Jahren? Also ich glaube, wir brauchen schon noch sowas, ob der das dann ORF hieß, der hieß ja auch schon mal RAWAG oder dann, also wir brauchen schon noch sowas wie öffentlich-rechtliche Sender. Ich glaube, die große Neuerung kommt von einer ganz anderen Seite, weil auf dem Eck wird es Neuerungen geben, aber die werden wirklich noch ein bisschen dauern. Und da ist es wurscht, ob dort ein Roli Weißmann sitzt oder wer auch immer, das ist nicht das Thema. Sehr laut hört man die Hufe über dem Teich scharren in Sachen Voice-over-Commerce. Also die Geschichte, mittlerweile können ja Siri, Alexa und Co. schon reden. Nein, ihnen ein Hörbuch zuzuhören, wenn du es nicht gerade über einen Speaker, über Audible und nur als Lautsprecher machst, macht noch keinen Spaß. Aber während wir jetzt noch irgendwo googeln,
in der Suchmaschine. Was ist die beste Pizzeria, wann ich irgendwo bin? Das wird etwas sein, wo es in ein paar Jahren wichtig ist, dass du bei den ersten 3 bis 5 genannten Voice-over-Commerce von Alexa oder deinem Sprachassistenten. Mhm. Und da sind wir natürlich wieder bei seinem Plattformkommunismus, der ein Kapitalismus ist. Denn wie jetzt, wenn du im Google nicht unter der ersten Seite aufscheinst, bist du raus. Dann bist du raus. Ja. Und das Internet ist natürlich eine Auslage, die ist 24 Stunden geöffnet. Und wenn du nicht unter den ersten 3 bis 5 genannt wirst, weil du jetzt bei Airbnb irgendwo bist und sagst, wo gibt's hier einen coolen Italiener, wenn dir dann von deinem Standort das nicht genannt wird, bist du auch wieder raus. Mhm. Und das ist etwas, was eine große Industrie ist, die drüben schon sanft beginnt und da wird sich sehr viel. Ist das auch diese neue Plattform, wir haben es sogar aufgeschrieben, Karl, du kennst die besser, dieses GPT. Also das Chat-GPT. ChatGPT, diese Geschichte, wo auch quasi die AI dir dann Sachen vorschlägt und auch erzählt, weil die kann ja das auch vorlesen. Ja, das ist ein Gegentrend, den sagt, da wird es viele geben, da wird es ganz viele Plattformen geben, da wird es viele geben, die eingehen dazwischen, es werden sie dann wieder nur ein paar rauskristallisieren. Das haben wir bei den Suchmaschinen auch erlebt. Das war von Lykos und Yahoo, ist da heute nicht mehr die Rede. Ja. Und Infoseek, ja, das haben sich dann andere das Rennen gemacht. Oder Alta Vista war da noch. Ja. Aber das ist immer so ein Norming, Storming, Performing. Aber diese Disruption natürlich auch. Ich habe das Angebot übrigens auch schon bekommen von einem, der gerade sein Unternehmen in Großbritannien verkauft hat um einige Billionen Pfund. Also wirklich viel Geld als große Trägergeschichte und gesagt hat, magst du nicht dich volle Kanne hier synchronisieren lassen? So ein bisschen auch im Sinne von, ja, nach dem Tod. Du wirst die Stimme der AI. Sondern Stimme. Da geht es eher darum, dass du ein paar 100 Stunden in die Dunkelkammer gehst, sämtliche Worte sagst und dann diesen Avatar, der ist völlig losgelöst von dir. Also um die Antwort zu geben, nein, möchte ich nicht. Ich weiß, dass Richard David Precht das gleiche Angebot bekommen hat von einer anderen Seite. Cool. Also hier ist gerade eine Menge los. Wir wissen heute bei Deepfake, dass du nicht mehr unterscheiden kannst, hat er das gesagt oder nicht. Ja. Also wir können heute unseren Augen und Ohren nicht mehr trauen. Es kommen laufend von Elvis Presley Lieder, und ich meine, ich bin Elvis-Fan, auf dem Planeten, also da kommen laufend Lieder raus, die kann er nicht gesungen haben, weil der Komponist zu seiner Zeit noch nicht gelebt hat. Also wo du, und ich selber mit meinem Elvis-Ohr kann dir nicht erklären, dass das nicht Elvis ist. Jetzt ist es aber so, dass natürlich Google, Facebook und Co. im Moment zigtausende an Angestellten entlassen. Das heißt, irgendwie diese Metaverse-Geschichte und diese Social-Media-Geschichte scheint sich ein bisschen zu relativieren. Aber du glaubst trotzdem, dass dieser digitale Vorsprung so quasi auch noch die Zukunft ist und dass doch noch viel Potenzial schlummert auch. Also ich glaube, dass das eine Zwischenphase ist, ganz klar. Ich glaube, dass Disruption immer zu tun hat mit zuerst einer Welle, die zurückgeht, denn die Flut, die kommt, hat sich immer zuerst zurückgezogen. Mhm, ja. Das hat Kodak erlebt, davon hat Nokia, kann Nokia ein Lied singen, wo man zuerst gedacht hat, naja, ist eh ruhig jetzt geworden, ja, die Watschen kamen dann dicke. Mhm. Ich glaube nur, wenn du sagst Potenzial, klingt es mir zu positiv. Also ich gehöre zu denen, die technologisch wirklich pro sind, aber nicht um jeden Preis. Und nicht um den Preis der Menschen, also es gibt schon so Punkte, ich kann nicht verstehen, warum es halt Leute gibt, die sagen, na, in den sozialen Medien, auf Facebook bin ich nicht. Ja, dann bist du es halt nicht. Aber dann darfst du nicht wundern, wenn du zum Beispiel in einem Lockdown irgendwo schwer in der Isolation sitzt, und weil du dich nicht drum kümmerst. Ich finde das daneben, depressive Züge zeigst. Also ich finde, dass jemand in meinem Alter mit 52 ein gewisses technisches Wissen haben muss, dass wir uns einen technischen Analphabetismus nicht leisten können und dass du sonst wirklich ausgeliefert bist. Das ist der eine Punkt. Mhm. Aber der andere ist, da geht schon zum Teil in Bereiche, wo ich das Gefühl habe, Metaverse lässt noch sehr viele Themen offen, wie wir es da mit den rechtlichen, mit den Nutzungsdingen, mit den ethischen Sachen haben. Mhm, absolut. Jetzt hast du auf deinem Zettel vor uns viele Dinge aufgeschrieben beziehungsweise auch gezeichnet. Hast du uns da mit analysiert jetzt während dem Gespräch? Nein, habe ich nicht. Ich habe geschaut, wo ich gewisse Themen unterbringe. Und schau mal, sprechen.com untergebracht. Zwei Podcast-Kanäle auf allen Plattformen untergebracht. Gerne, wir verlinken das natürlich auch in den Shownotes. Das heißt, da wird die Werbung nochmal wiederholt. TED-Talk, ja, bitte, bald auf YouTube untergebracht. Vielleicht sagst du unseren Hörerinnen und Hörern, die uns ja ganz gut kennen, auch mit der Stimme, woran
wir beide jetzt vielleicht als Nächster arbeiten könnten, arbeiten sollten? Wo gibt es ein Defizit, was auf jeden Fall gut wäre, wenn wir das zum Beispiel in der nächsten Podcast-Folge schon nicht mehr hätten? Also grundsätzlich weiß ich ja nicht, wie ihr das abgegroovt habt, aber rein vom Redeanteil, Pascal, ist der Kali heute, und ich kenne ihn so ja gar nicht, wirklich schwer in der Minderheit gewesen neben dir. Also ich will ja jetzt nicht das Trauma der Kindergartentante hier wieder aufleben lassen. Der Punkt ist, beim Kali ist ein bisschen das Thema, aber das weiß er eh, der resoniert sehr stark hinter dem Gaumensegelbereich. Das heißt, wenn er Stress hat oder Moderationen hat, drückt er immer noch zu sehr auf die Stimme und dann geht's in Richtung Heiserkeit. Heißt für dich, nicht durch die geschlossene Zahnreihe sprechen, sondern schauen, dass Sprache vorkommt zu den Schneidezähnen, weil dann lässt er da, belastest du deinen Hals nicht. Das ist immer so ein bisschen was, wo ich bei ihm Sorge habe. Und bei dir, du solltest sprechtechnisch was machen, und zwar jetzt nicht im Sinne von wegen einem Podcast, die lieben dich alle und verstehen dich alle, sondern damit du, ja, ich glaube schon, auch die Sache noch auf eine nächste Ebene heben kannst. Das ist so ein bisschen, da geht es eher um Spracheleganz, denn ihr könntet euer Produkt ja auch verkaufen. Und wenn du das verkaufen wolltest, jetzt nehmen wir halt eine Hamburger Startup-Bude, dann darfst du nicht klingen, wie du klingst. Mhm. Also das könnte was sein, wenn du sagst, ich würde es gar nicht. Ja, super, brauchst du es nicht. Gibt es irgendetwas, das wir vergessen haben, was du unbedingt noch loswerden möchtest? Ich weiß nicht. Oder irgendeinen coolen Tipp? Ja, ich kann dir was sagen, einen coolen Tipp. Nein, aber alle, die das Gefühl haben, mich würde es interessieren, hätte ich das Potenzial, um mich zum Sprecher oder zur Sprecherin ausbilden zu lassen, die sollen sich melden, weil ich den Eindruck habe, hier gibt es eine Dysbalance. Es gibt viele, die sagen, na, ihr redet so gern, wo ich schon nach der vierten Minute weiß, nehme ich nicht auf. Also nur, um dir eine Quote zu geben. Im November waren es 46, die sich beworben haben, genommen haben wir 8. Im Dezember waren es 27, weil ich wieder 2 Wochen in Westaustralien war, genommen haben wir 3. Also es sind immer deutlich weniger als. Und jemand, den das wirklich interessiert, der sich aber vielleicht gar nicht traut, der soll sich oder die soll sich melden. Erster Punkt. Und zweiter Punkt, auch etwas, wo ich gerne einen Aufruf start für eure Hörer. Die sagen, mir ist bewusst, Rhetorik ist ein Machtinstrument, mir taugt das. Ich mag vielleicht sogar schauen, ob ich so ein Business-Rhetorik-Diplom mache oder eben auch den Business-Rhetorik-Coach. Die sind bei mir insofern richtig, denn das ganze Jahr über suche ich richtig gute Coaches. Viele habe ich mir auch selber ausgebildet im eigenen Haus. Also da gibt es auch einen Return on Invest, was ja für manche durchaus wichtig sein kann. Cool. Zum Schluss von Frühstück mit Bier stellen wir immer noch kurze Fragen, kurze Antworten. Gibt es dann darauf? Word Rap, genau. Bier Rap heißt das bei uns in der Fachsprache. Ich war hier bei Tatjana und Bier. Na, Bier Word Rap. Was, liebe Tatjana, ist denn dein Lieblingswort? Mein Lieblingswort ist gerade Schismogenese, weil ich es recherchieren muss. Und ich nehme jetzt irgendwas, was zuletzt da war, und ich da einen Artikel drüber schreibe. Was ist Schismogenese? kurz. Lest meinen Artikel, ich werde ihn euch verlinken. Die Phrase, die ich dieses Jahr oder dieses letzte Jahr 22 nicht mehr hören kann. In Zeiten wie diesen, am Ende des Tages, sag ich einmal. In Zeiten wie diesen ist furchtbar. Zeiten wie diesen, den haben wir immer gebracht früher. Den hast du uns auch ausgedrückt. Ja. Tatsächlich hast du ihn uns ausgedrückt und wir scherzen immer noch darüber. Ja. Der heilige Gral einer Sprecherin, eines Sprechers, was, oder vielleicht ein Ziel, das möchtest du unbedingt noch sprechen? Vielleicht die AI-Stimme? Ach Gott, nein. Was möchte ich unbedingt sprechen? Oh, ich spreche immer wieder mal Werbung, das finde ich ganz okay, das ist nicht mein Hauptincome. Drum, also ich glaube, der heilige Gral für einen Sprecher, jetzt männlich, ist wahrscheinlich die Universum-Sendung. Und für Frauen sind es viele andere Sendungen, wo schnell Kohle reinkommt. Ich finde es immer noch beeindruckend, wenn du ins Studio gehst, einen Werbeslogan sprichst von 25 Sekunden und dann 800 Euro aufs Konto wandern, das finde ich schon schwer in Ordnung. Also von wegen Kindergartentante, blöde Kuh. das toppt die nie. Absolut. Und last but not least, mit wem, tot oder lebendig, hättest du gerne mal ein Frühstück mit Bier? Oh mei, Elvis Presley, tot. Bill Clinton, lebend. Oh, sag halt. Thomas Gottschalk. Es gibt so viele Dinge, die ich ihn gern fragen würde. Zum Beispiel? Zum Beispiel, warum, also es gibt ein paar Sachen. Es gibt ein paar Sachen in der Entwicklung von Sendegeschehen, wo mir nicht klar ist, warum er das gemacht hat. Ich verstehe nicht, warum er jetzt in Baden-Baden lebt. Er war so emotional mit seiner Mühle in Kalifornien verbunden. Und ich glaube, dass mit seiner, also warum er das ganz abgeschlossen hat. Mit der Thea Gottschalk ist ja nicht Kalifornien abgeschlossen. Seine Kinder leben zum Teil auch noch drüben. Manche sind schon wieder da.
Also das gibt einige Dinge. Gibt es eine Frage raus habe, irgendein Sprecher oder einen Sprechmoment, den du besonders toll in Erinnerung hast, wo du sagst, das ist wirklich ein Paradebeispiel für eine gute Rede oder für eine gute Moderation oder irgendwie ja, so. Kann ich dir sagen, weil das damals, also da, ihr seid wieder zu klein, ne? Aber ich sag's euch. Bill Clinton hatte in seiner ersten Amtszeit, ist schon mal ganz knapp an einem Impeachment vorbeigeschlittert. Mhm. Da ging es nicht ums Monica-Gate, sondern es ging um die Frage, die Amerikaner sind sehr empfindlich, was Rauchen angeht, sehr empfindlich, was Rauchen und den Präsidenten angeht. Das haben wir nicht so, dass der Sascha in der Hofburg raucht, wissen wir. Ja. Was er raucht, ist uns wurscht. Ja. Und das sind die nicht. Und da ging es um die Frage, hat Bill Clinton den Joint geraucht oder nicht? Genau, stimmt. Und das war sehr knapp schon. Und da saß Bill Clinton, der übrigens selber Rhetoriktrainer war, sein halbes Studium damit finanziert hat und der selber Anwalt ist und angeblich die besten Anwälte des Landes neben ihm. Er wird sich schon nicht die schlechtesten gesucht haben. Und dann geht das Gesicht, die Kamera fährt auf halbtotal, das ist damals, der Trial ist übertragen worden. Und er hat gesagt, yeah, but I did not inhale. Und da haben sie geschaut, heute ist, der Billy hat den Joe nicht geraucht, heute ist juristisch. Und das ist einfach, also ich finde es so faszinierend, weil ihr dürft nicht vergessen, es gibt Entscheidungsdenker und Sprechdenker. Entscheidungsdenker sind Menschen, die brauchen ein paar Minuten, um einen Gedanken in die Tiefe zu ventilieren, die sagen, du, ich muss mir erst einmal den Kopf machen, ich kann das jetzt nicht sagen. Sprechdenker sind, während sie sprechen, dabei, das Nächste zu denken. Und das ist so, finde ich, so ein frappierender Moment eines Sprechdenkers, weil das war denen allen nicht eingefallen. Mhm. Und das ist aber der Punkt, wie er aus der Nummer rauskam. Ja, genau. Das I did not inhale. Ja, das war der Exit, ja. I did not inhale. In diesem Sinne, I did inhale my Heineken Zero Zero. Danke euch. Tatjana Lacombe, das erstes Frühstück mit Bier im Jahr 2023. Sehr, sehr gerne. Alles Gute, schaut rein bei Schule des Sprechens. Es ist wirklich eine tolle Geschichte. Können wir aus eigener Erfahrung nur sagen. Kann man viel lernen. Und ja, wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch. Baba. Frühstück mit Bier.